Schwupp, und da hätten wir vorerst genug, schätze ich mal. Moment. Ja, doch, 12 Stück. Müsste langen. Wofür? Das verrate ich euch eventuell später in dieser Folge. Wobei, eine hätte ich noch gerne. Ja, doch, eine brauche ich noch. Damit wir auch noch eine im Inventar haben. Nachdem ich mit dem fertig bin, was ich mit denen tun will. Wo haben wir denn eine in der Richtung? Ich muss sagen, der Radar funktioniert echt gut. Und das, obwohl die eigentlich jetzt ziemlich zufällig spawnen müssten irgendwo. Also doch, muss ich mal an der Stelle sagen. Das ist etwas, das kann man relativ leicht verbuggt machen. Haben sie scheinbar fehlerfrei in das Spiel eingebaut. Also ich habe keinen Bug bemerkt zumindest. Ist nicht ganz so selbstverständlich, wie es sein sollte. Nun, wir machen diese Folge allerdings den Tamur-Schrein und der befindet sich hier. Er hängt mit der Quest zusammen. Die Quest nennt sich... Moment. Hallo, rechter Analogstick, danke. Sie nennt sich das Gemälde des Stalls. Und ich würde sagen, wir gehen mal... Oh, Moment, bevor wir da reingehen, stelle ich mal wieder auf Schreine um. So, und jetzt gehen wir rein und statten Tamur einen Besuch ab. Willkommen, Pilger, mein Name ist Tamur. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Feuer öffnet den Weg. Ist eine Lüge. Also klar, wir haben genug Feuerpfeile, wir können hier jetzt einmal... Und BAM und BAM und BAM, aber muss man gar nicht, Bomben reichen auch schon vollkommen. Das heißt, ja, wir gehen mal hier rüber und werfen mal ein wenig mit Bomben um uns. Das ist eine Holzkiste übrigens, die würde abbrennen. Da ist ein Opal drin. Und was hätten wir da hinten? Hier haben wir Kisten, die sprengen wir auch mal weg. So, einmal Häpp hier runter. Und zack. Dann da haben wir nochmal eine Kiste, die können wir auch freisprengen. In ihr befindet sich ein Felsenspalter. Hier unten haben wir... Okay, die sprenge ich lieber auch mal weg. Haben wir zwei Fässer. So, und jetzt ist... Wo ist der Rubin? Ah, hier. Und jetzt ist die Sache, wo ich zugegeben nicht genau weiß, wie es gedacht ist. Aber ich habe eine Möglichkeit gefunden, wie man das schafft. Und zwar... Man versetzt diese Brücke in Stasis. Macht das am besten, während man drunter steht. Und lässt sich dann... rumschleudern. Hier rüber. Und ist drüben. Das ist so nicht gedacht. Woher weiß ich das? Nun, die Türe da geht nicht von innen auf. Aber man kann es machen. Und hups. An die Kiste da oben kommt man so ran. Okay, so ähnlich. Ja gut, dezenter Kamikaze-Ansatz, aber es funktioniert. Einmal hepp. Und dann haben wir einen kleinen Schlüssel. Den wir erfolgreich nicht einsetzen können. Das heißt, wir haben uns hier jetzt irgendwie gesoftlockt in dem Schrein. Wir haben aber alle Kisten und... Habe ich eigentlich hier alle Kisten? Ja, hier habe ich auch alle Kisten. Ja, wie kommt man jetzt da wieder rein? Das ist ganz einfach. Oder wieder raus vielmehr. Ist ganz einfach. Man teleportiert sich... Nochmal zu dem Schrein. Und betritt ihn dann direkt erneut. Man hat den Schlüssel noch. Das Einzige, was man bemerken wird, ist, dass... Ja, diese Wand hier halt wieder zugewachsen ist. Und wenn man jetzt will, kann man den Schlüssel noch einsetzen. Ich mache das einfach mal. Was mich jetzt allerdings interessiert... Und ich laufe auch nochmal durch die Tür, der Vollständigkeit halber so. Was
Ups, was mich jetzt allerdings interessiert, ist, warum hier Luft ausstößt. Nein, das ist eigentlich nicht. Ich bin mir bewusst, dass ich gerade was getrunken habe. Nee, was ich mich frage, ist, was denn eigentlich passiert, wenn man da außerhalb der Karte landet? Ich meine, das ging ja scheinbar. Mann, ich muss das ausprobieren. Moment. Und oben wären wir. Okay, dann lass mal uns ein bisschen hier umschauen. Also, sieht ja erstmal ganz nett aus so. Kiste sollte hier oben keine mehr sein, aber... ja. Ist doch ganz nett hier oben. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich eigentlich erwartet habe, wenn ich ehrlich bin, weil, wie gesagt, Kiste ist ja keine mehr in dem Schrein. Nun, dann lassen wir dem Mönchen hier mal seine Frieden. Und... holen uns das Zeichen der Bewährung ab. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Im Namen der Göttin Helia verleihe ich dir ein Zeichen der Bewährung. Gut. Und was machen wir jetzt noch den Rest der Folge? Ich meine, du stirbst jetzt, das ist schön für dich, oder auch nicht, je nachdem. Wir werden jetzt wahrscheinlich noch nach Kakariko gehen. Hiermit ist mein Dienst erfüllt, möge die Göttin Helia dir beistehen. Um unsere Rüstungen ein wenig abzugraden. Denn neulich, als ich die ganzen Drachenteile gefarmt habe, habe ich auch... hallo? Also irgendwie mein Controller heute, ich glaube, ich muss den gleich nochmal neu registrieren. Habe ich auch jede Menge andere Ressourcen gefarmt. Und die werde ich jetzt mal einlösen. So. Das heißt, hinter geht es für uns. Wo die große Fee ist. Das heißt, oh, ich habe jetzt wieder was vergessen. Egal. Mach ich danach. Ich werde die Animationen übrigens jetzt immer überspringen von der Fee. Die haben wir ja auch schon alle gesehen. Mensch, Leichtglöckchen muss ich vorher noch aufsammeln. Und nicht nur die. Prinzessinnen Enzian sollten hier hinten dann auch wieder stehen. Oder? Nö, aber eine Fit-Karotte. Steht hier nicht normalerweise immer welcher? Habe ich den geerntet? Hm. Okay, wie auch immer. Wir verbessern auf jeden Fall jetzt endlich unsere Rüstung. Das hat die dringend nötig. So, ja, verstärke meine Kleidung. Und zwar zuallererst das Reckengewand. Dafür habe ich gar nichts gefarmt, außer die verrotere Hornsplitter. Aber gut, das versteht sich irgendwie von selbst. Die haben wir jetzt halt. Wofür habe ich denn was gefarmt? Hierfür habe ich weißes Schleimgelee gefarmt. Ja, bitte verstärken. Überspringen. Und da hätten wir einen stärkeren Wüstenbeinschutz. An dem Blödsinn, der kommt jetzt. Das gerade war dann wahrscheinlich das Oberteil oder so. Gut. Auch hierfür habe ich weißes Schleimgelee gefarmt. Dann gehen wir mal weiter hier zur Isolierrüstung. Dafür habe ich gelbe Schleimgelee gefarmt und Zitterfrüchte. Zitterfrüchte. Sind sinnvoll, wenn man irgendeine wichtige Arbeit schreiben muss. Kann man mal ein paar Zitterfrüchte gebrauchen. So, und hierfür habe ich offensichtlich gerade die Löschechsen gefarmt. Für die erste Stufe braucht man eine. Und für die zweite braucht man jeweils drei davon. So, noch weiter verstärken. Jo. Nein, das hier. Ich überlege gerade, habe ich da noch was für gefarmt? Ich glaube nicht. Müssten erstmal nur Löschechsen sein.
Was braucht denn die zweite Stufe? Moblin Hauer, ja, okay, die haben wir. Achso, oh nee, die braucht auch noch Moblin Hörner. Ja gut, aber die musste ich auch nicht farmen, die haben wir. So. Und die Feuerhose. Auch auf Stufe 1. Dann die Kletterhandschuhe, für die habe ich Spurtechsen gesammelt. Und nicht nur für die, noch für irgendwas. Ich glaube für... Na egal, das sehen wir jetzt. Für die... Wo sind sie? Hier. Schneestiefel. Für die habe ich auch Spurtechsen gesammelt. Gut. Schneestiefel Stufe 1. Moment mal. Die haben wir noch nicht auf Stufe 2. Die können wir noch upgraden. Oh, tatsächlich. Okay, das sind die Sandstiefel, aber macht ja keinen Unterschied. Warte mal, wo sind die Schneestiefel? Ah, da unten. Oh, die können wir direkt nochmal upgraden. Spurtkarotte. Ach, stimmt, genau. Das war das, was ich vergessen habe. Ich wollte noch Spurtkarotten kaufen. Mache ich danach? Beziehungsweise, ja doch, mache ich direkt Anfang nächster Folge. Gut, dann war das das. Und jetzt können wir noch die Antifeuerrüstung ein zweites Mal verstärken. Wofür ich, wie gesagt, die Löschachsen gesammelt habe. Die hat dann doch relativ gute Werte schon. Damit sind wir dann vermutlich im nächsten Titan ein wenig besser gewappnet noch. Was nett ist. Das ist definitiv nett. So, und ein letztes Teil, nämlich die Anti-Feuerhose. Dann hätten wir alles verstärkt, was wir verstärken können. Und das war's dann auch schon mit dieser Folge wieder. Yep, sie sagt, wir können nichts mehr verstärken. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Und wir sehen uns dann nächste Folge wieder, wo ich Sportkarotten kaufe. Und nicht nur das, es wird noch was anderes passieren. Ja, lasst euch überraschen. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Folge wieder. Bis dahin, tschüss Leute, haut rein. Euer Anonymimus mit der Level 2 Feuerrüstung.